Yo, meine lieben Freunde, was geht ab? Ich bin's, euer CPP, und willkommen zu einer neuen Folge der Hotshot G-Karriere. Wir sind jetzt mittlerweile jetzt schon bei der 10. Folge, müssten wir jetzt sein. Und ja, heute haben wir auf jeden Fall das Auswärtsspiel beim SC Paderborn, beim 9. Wir als Zweiter sind beim 9. zu Gast. In der letzten Folge haben wir ja gegen Hannover gespielt und da haben wir eigentlich ein gar nicht so schlechtes Spiel gespielt. Jetzt habe ich wieder Arp drinne gelassen, statt Stevens Crispy, der da in der letzten Folge 2 Tore gemacht hat. Aber egal. Halbhoch ist da eigentlich immer scheiße eigentlich. Naja. Ich glaube, wenn, dann müsste man ja wirklich so gehen eigentlich. Was? Wer hätte den denn bitte schön erst gehalten? Da musst du eigentlich wirklich schon so. Ja, da gehen die denn an. Ja, Finn Bartels ist immer noch Top-Torjäger mit 6 Toren. Ich glaube, mit irgendeinem Hamburger oder so sind sie, ist er jetzt zusammen auf 1, glaube ich. Ja, und wir spielen jetzt gegen den SC Paderborn und hoffen, dass wir vielleicht diesmal sogar auch wieder die 3 Punkte mit einsacken können. Und ja, mal schauen. Bis jetzt hat sich Klein noch nicht Richtung Porat durchgesetzt. Das muss man ja mal so sagen, dass Porat sich bis jetzt klar durchgesetzt hat, obwohl ja, glaube ich, Klein ungefähr 5 Gesamtstärken besser ist. Aber Klein hat sich bis jetzt noch nicht durchsetzen können. Bei Holstein Kiel. Vielleicht verleihen wir ihn auch und ich weiß es noch nicht. Oh, Dene, das war. Ja, sauber Dene. Sauber Thomas. War schon ein bisschen riskant, was wir da hinten gerade gespielt haben, aber egal. Michel in echt ja jetzt nicht mehr bei Paderborn, der ist ja jetzt in echt zu Union gewechselt. Bei Union Jan Kruse Ersatz braucht und ich glaube, das war am Deadline Day, glaube ich, alles. Wo Kruse, glaube ich, wieder zu Wolfsburg hingewechselt ist und von daher. Jetzt aber Bartels, aber Zingerle. Aber Zingerle macht das da auch. So, jetzt aber Bartels. Ich weiß nicht, was Bartels für ein Fuß ist. Ah, aber es klappt nicht. Okay, aber wir verlieren einfach vorne den Ball dann. Also, wenn wir den hinten nicht verlieren, dann verlieren wir ihn halt vorne. Aber Porat im letzten Spiel 3 Vorlagen gemacht. Da waren wir richtig stolz auf ihn. Über sein Spiel, was er gespielt hat. Pichler 2 Tore. Und auch Stevens Crispy hatte 2 Tore. Und ich weiß nicht, wer hat das 5. Ah! So ein Missetor von Sven Michel. Ja, keine Chance. Also, da war er nicht genug gedeckt hier. Aber in echt sind die ja auch mit 0-1 in Rückstand geraten, haben trotzdem das Spiel noch gewonnen. Von daher mache ich mir da einfach nochmal keine Sorgen. In Hannover sind wir, glaube ich, auch in Rückstand geraten, sind da einfach relativ schnell eigentlich wiedergekommen. Durch Steven Skripsby. Aber der im heutigen Spiel auf der Bank sitzt, warum auch immer. Da hat er wieder den ungefährlichen Fiete Arp erstmal aufgestellt. Der in dieser Saison, glaube ich, noch kein einziges Mal getroffen hat. Ja, und das war abseits. Der Pass von Arp auf Pichler war abseits. Und ich kann euch schon mal so sagen, ich denke mal, ich werde heute Abend streamen. Die Folge wird eigentlich gleich kommen. Und dann heute Abend so gegen vielleicht 20 Uhr vielleicht
Ich weiß nicht, wann diese Folge jetzt online kommt, aber ich denke mal so gegen 20 Uhr. Halb neun. Es kommt auf jeden Fall ein Stream. Mal gucken, was wir da machen. Ob wir ein paar Reactions machen. Und da ist schon wieder. Diesmal ist es kein Abseits auf Pichler. Pichler! Aber Pichler macht diese Chance nicht. Auch er trifft heute noch nicht. Einfach in diesem Spiel bis jetzt noch kein Glück gehabt. In diesem Spiel einfach noch kein Glück gehabt. Aber Commander holt sich hier den Ball. Aber Finn Porat verliert den jetzt wieder. Und das war abseits? Okay. Mühling ist verletzt, okay. Sehe davon zwar noch nichts, aber. Ah, Jungs, ihr spielt mir hier noch zu schlecht wieder. Ja, okay. Ah, nach der ersten Halbzeit. Steht es hier mal einfach 0 zu 1. 1-0 für Paderborn. Mühling nehme ich, glaube ich, am besten raus. Direkt. Weil wir wollen am Ende ja auch kein Risiko eingehen. Deswegen kommt Arslan direkt. Arslan kommt direkt auf die Mühling-Position. Und genau so starten wir dann auch in die zweite Halbzeit. So, Arslan. Erstmal zurück zum Keeper. Das war auch echt nicht der Spieler, zu dem ich wirklich passen wollte. Wer es gleich nochmal anzeigt hier? Da. Ich wollte zu ihm passen. Also ich wollte hier zu Neumann passen. Und er passt den direkt da vor die Presse von Michel oder wer das war. Oder von Srebeni. Ich glaube von Michel, glaube ich. Und ja, dadurch liegen wir jetzt einfach 0 zu 2 hinten. Weil wir auch einfach in diesem Spiel einfach wieder kein Spielglück haben. Ja, okay. Der geht erstmal 20 Meter dran vorbei. Bin schon wieder mit einem hier nicht zufrieden, so. Auch die Pässe, die sind heute in manchen Fällen sogar echt eine Katastrophe. Los, Rese. Also im Moment, in diesem Spiel kommen wir echt wieder nicht durch. Wir kommen einfach nicht durch. Ja, das war doch nicht mal ein Foul. Er hat ihn noch nicht mal berührt, oder? Ganz ehrlich, ey. Ja, das war gar nichts. Hätte auch weiterlaufen können, der kleine Muji. Nee, nicht Bried soll kommen, sondern. Er ist nicht mal auf der Bank. Dann muss irgendwas sein. Dann ist er vielleicht angeschlagen oder so. Hat gesagt, Boss, ich kann nicht. Porat war heute nicht so stark. Dafür kommt Klein mal. Kann sich nochmal wieder beweisen. Ja. So, jetzt aber mal. So, jetzt müssen wir aber mal schneller spielen, aber wir spielen nicht schneller, weil Arslan nicht in die dritte kommt. Jetzt müssen wir den Pass auf Michel verhindern. So, Dene kann aber den Ball abwehren, der jetzt auf Fabian Rehse, der jetzt hoffentlich mal sein Tempo mal ein bisschen aufbauen kann, aber nein. Kann er nicht. Aber das können sie alle irgendwie heute nicht so, das Tempo aufbauen.
So, jetzt aber auf Aslan, der einfach mal versucht, aber es einfach nicht klappen will heute. Gegen Paderborn. Owusu kommt jetzt für Michel. Wir wollen noch mal ein Tickchen Hoffnung, aber ich glaube, die Hoffnung, das war's jetzt. Ne, er verballert den, okay, er verzieht den total. So, jetzt aber mal klein, Pfosten. Da war Zingerle noch dran und er setzt den auch an den Pfosten. Und da ist nochmal Rehse. Rehse, der jetzt nochmal auf Holtby. Und Rehse und wieder Zingerle. Also jetzt haben wir die Chancen. Jetzt haben wir auf einmal die Chancen. Aber jetzt verkacken wir sie. Zu sehr. So, ich weiß gar nicht, was Rehse für ein Schuss. Ja, wieder Ecke. Okay. Ich glaube, so haben wir einfach nur ein bisschen Zeit verschwendet. Aber nicht richtig was für uns getan. Pfeift doch früher. Junge, das sind doch nicht mehr absichtliche Handspiele oder so. Also irgendwie. Ja. Man selber ist natürlich mehr an diese Handspiele-Dings. Passiert einem öfters als der Computer. Ja, Neumann. Spielt ihr den halt genau wieder in die Füße. So, Dene. So, jetzt zumindest nochmal den Ehrentreffer. Zumindest nochmal den Ehrentreffer, das wäre doch mal was. Fabian Rehse. Auf Oji Vrid, der den jetzt echt noch in der zweiten Minute der Nachspielzeit machen tut, den Treffer. Da suchen sie erstmal einen originellen Jubel aus. Am Ende verlieren wir nur mit 2 zu 1. Weil Vrid das klasse machen tut. Der quasi. Aber ist jetzt nicht so, dass wir. Dass uns das nochmal was bringt. Weil nach dem Anpfiff, nach dem wiederholten Anpfiff, ist Schluss mit dem Spiel. Und ja. Wir kriegen natürlich einen kleinen Dämpfer in unserer Aufstiegsaspirantenliste. Aber das war halt. Das Problem war. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber auf einmal, ich ziehe sogar nach da. Das sieht man sogar. Durch diesen. Durch hier, durch diesen Dingsbums da sieht man das sogar. Dass ich nach da ziehen wollte. Auf einmal macht er doch dahin. Da, wo Leute sind. Guck mal, wär er auch gerade ausgelaufen und statt so einen komischen Bogen, hätte er den vielleicht auch bekommen. Aber egal. Ah, Interview nach dem Spiel, ey. Warum habe ich das denn jetzt gemacht? Ich wollte kein Interview, das mache ich jetzt schon gar nicht mehr. Blablabla. Müller hat sich leider fällt um 5 Tage aus. Wir haben Optionen. 5 Tage ist ja echt nichts, aber egal. Ja, ist vorbei. Immer muss die Serie halt reißen. Der Gegner war. Naja, eigentlich hätten eigentlich mehr verdient gehabt. Also der Gegner war eigentlich nicht besser als wir. Aber egal. Damit. Fallen wir auf 3. Mülling ist aber auch wieder da. Bei Alexander Klein, der ist jetzt. Was hat ihn gemacht? Er als rechtes Mittelfeldspieler? Ah ja. Der geht sogar hoch dadurch. Er hat gut gespielt, aber in 6 Spielen eine Vorlage. Porat hat 8 Spiele, ein Tor, 4 Vorlagen. Also er ist im Moment sogar viel, viel besser als er. Dafür mäßt gar nichts.
Steven Skripsky hat 3 Tore, Ried hat jetzt 1 Tor, Ab als einzigster noch kein Tor für ihn. Genau, einfach nur Schulterbrennung gehabt, Entwicklungsplan bei Arsenal, das hat jetzt auf eine 67 hoch. Monatliches Scouting-Update können wir uns mal angucken hier. Hoffentlich nehme ich den mal mit. Ah, komm, den nehmen wir auch mit. Und das wird ja schon Monatsbericht Jugendmannschaft. Ist da noch irgendwas Interessantes dabei? Den können wir rausschmeißen hier. Und den 81er können wir auch rausschmeißen. Und den Johansson auch. Ja, das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Du weißt, wie wichtig für uns bist. Denk gründlich drüber nach, ist es mir egal im Moment. Weil im Moment, ich weiß nicht. Wie viele Verträge sind jetzt eigentlich hier noch, die auslaufen? Ja, Vandenberg, aber der macht seine Dings. Es sind auch so viele Verträge, die nächste Saison einfach auslaufen. Das ist halt einfach zu krass. Aber hier sind auch noch ein paar Leute, die gehen können. Zum Beispiel Korb, Kirkesko. Auch viele Stammspieler wie Dene und all sowas. Ja, auf jeden Fall, wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge, die vielleicht auch noch heute Abend kommt. Schauen wir mal. Und nee, die kommt morgen. Haut rein, denn bis nachher, bis zum Stream. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Haut rein und ciao, ciao.